Die Inntaler Bauernbühne präsentiert Lumpazi Vagabundus, eine musikalische Zauberposse von Johann Nepomuk Nestroy. Helle Aufregung im Feenreich. Die jungen Burschen des Landes geben sich dem Glücksspiel und der Zecherei hin, anstatt zu arbeiten und Familie zu gründen. Was hat er euch getan, der böse Geist? Er hat sich der Herzen meiner Söhne bemächtigt und sie vom Pfade der Ordnung gelockt. Sie verabscheuen jetzt jede Beschäftigung, trinken, spielen und stürzen sich in tolle Liebesabenteuer. Mit einem Wort, sie sind verloren, wenn du den bösen Geist nicht bannst. Das haben wir gleich. Lumpazi Vagabundus, erscheine! Schuld daran ist der böse Geist Lumpazi Vagabundus, der die Burschen zu diesem liederlichen Wandel antreibt. Ich bin ein Geist aus dem FF. Verwegener, der du es wagst, ins Feenreich zu dringen, ich verbanne dich von diesem Augenblick an auf ewige Zeit. Die mächtige Fortuna glaubt, mit ihrem Füllhorn die rechte Ordnung wiederherstellen zu können. Dafür erntet sie von Lumpazi nur Hohn und Spott. Fortuna, wenn die Erde meine Arme entreißen, sagt, da wäre der Gott doch gerne mit unten draus. Wer ist die Fee, die mächtiger ist als ich? Amorosa ist's, die Beschützerin der wahren Liebe. Amorosa, erscheine! Nur die mächtige Fee Amorosa scheint in der Lage, die Sache zu richten. Jetzt empfehle ich mich. Aber nur einmal, Madame Fortuna, sie fürchte ich nicht. Denn was meine wahren Anhänger sind, die machen sie nicht zu früh aus ihren. Kommt's Glück einmal, so werfen sie es zum Fenster hinaus. Und kommt's zum zweiten Mal und will sich ihnen aufdrängen, so treten sie es mit Füßen. So, wir handeln meine echten Brüder an das Glück. Wird euch gut, alle miteinander. Fortuna wettet mit ihr, dass sie mit Reichtum die Burschen auf dem Weg der Tugend zurückführen kann. Ich will unter den Sterblichen drei seiner Anhänger und drei lockere Gesellen. Diese will ich mit Reichtum überschütten. Werfen sie, wie er gesagt, das Glück zum Fenster hinaus, so dränge ich es ihnen ein zweites Mal auf. Treten sie es dann mit Füßen, so bin ich besiegt. Auf geht's. Wird es Fortuna gelingen, die drei liederlichen Handwerksburschen aus den Klauen Lumpazi Vagabundus zu befreien? Die witzige, spannende und unterhaltsame Aufführung lässt keine Wünsche offen. Auch darf natürlich bei Nestroy die Sangeskunst nicht zu kurz kommen. Lassen Sie sich entführen in die listige Welt des Lumpazi Vagabundus.